Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute in Durchholzen am Walchsee und ich gehe heute noch mehr auf den Heiberg, aber mit Ski. Los geht's! Start vom Parkplatz, den man erreicht, indem man unmittelbar vor dem Walchsee rechts rauf fährt. Kurz die Straße überqueren, dann geht's die Wiesen rauf. Am Ende von der Wiesen führt uns circa einen Kilometer die Forststraße rauf. Auf der Straße runtergehen können nur diejenigen, die ihre Ski nicht selber präparieren. Alle anderen schmerzt der Anblick in der Seele. Wir gingen Richtung Heiberg, über die Haager Alm, wie es auf dem Wegweiser angegeben ist. Einmal rechts rauf und dann gleich wieder links. Für das kurze Stück Steig nehme ich die Ski ab auf die Schulter. Kaum aus dem Wald raus, sehen wir, dass uns wahrscheinlich Kaiserwetter erwartet. Wir gingen gerade den letzten Hang rauf, den man normal mit Ski fahren kann. Unser Ziel. Das wir in einem langen Rechtsbogen fast umkreisen. Das Trägerreiz gibt uns die Richtung vor. Es geht nur mehr ein Stückerl durch den Wald, was abwärts dann auf der Straße gefahren wird. Wir gingen besser die Straße rauf, weil im Wald einfach zu wenig Schnee am Boden bedeckt. Bis da fahren wir später ab. Dann das Stück Straße und zum Schluss den Hang unten. Es geht in ein paar Kehren mit leichter Linkstendenz den Hang auf. Jetzt kommen wir gleich auf die Sonnenseiten der Tour, wenn sie denn durchscheint. Man kann auf der Straße bleiben, ich peile aber die großen Fichten da oben. Dann rechts, von dem Baumstumpf da unten weg in etwa auf einer Höhe hinter, bis wir in die Straße einmünden.
Das unterschiedliche Wetter ergibt sich aus zwei Tagen, an denen ich die Tour aufgezeichnet habe. Wir bleiben auf der Straße, bis wir wieder rechts den Wiesenhang zur Hageralm aufsteigen. An der Hageralm geht es rechts vorbei, rauf zum Jöchel. Wir erreichen die Hageralm. Ja, jetzt bin ich herum an der Hageralm. Und wie man sieht, hinter mir sind schon ein paar unterwegs. Die sind auch kurz vorher da gewesen. Trinke mal was zwischendurch. Und weil es gerade so ausschaut, als ob es aufmachen möchte, werde ich ihn aufgeheilt. Von rechts oben ist schon mal eine Grundlawine abgegangen. Bis auf die Höhe von den Bäumen rechts. Den Hang muss man aber nicht so weit umqueren, sondern geht besser auf dem Sommerweg. Am Jöchel geht's rechts rauf zum Heilberg. Ja, man hört's, glaube ich, ein ziemlich fieser Wind. Und wenn man aufschaut, schauen viele Steine raus. Aus dem Grund lass es da gut sein. Da macht es runterfahren sowieso keinen Spaß. Ich zeige euch noch einen Teil der Abfahrt. Durch feinsten Pulverschnee und die Aussicht vom Gipfel, die ich schon einmal früher aufgenommen habe. Das Stück Straße unten muss man leider die Ski abschneiden. Dafür geht das letzte Stück zum Parkplatz wieder einwandfrei. Mit der Aussicht vom Gipfel verabschiede ich mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern.